In der Nacht zum 6. Februar 2023 bebte in der Türkei und in Syrien die Erde. Ein Stoß der Stärke 7,8, gefolgt von zahlreichen Nachbeben, machte Häuser und ganze Stadtteile dem Erdboden gleich. Allein im Katastrophengebiet im Südosten der Türkei starben mehr als 53.000 Menschen. Fast 6.000 weitere kamen im angrenzenden Nordsyrien ums Leben. Millionen Menschen wurden obdachlos. Die Hoffnung, bald wieder in neue Häuser zurückzukehren, hat sich auch ein Jahr später für viele noch nicht erfüllt. Containersiedlungen wie hier in der Provinz Hatay sind ihnen zur neuen Unterkunft geworden. Ein Ort der Ruhe, um den erlittenen Schmerz zu verarbeiten, ist es für die Familie von Ali Riza Gazaloglu aber nicht. Vor dem Erdbeben waren wir eine glückliche Familie. Ich hatte eine Arbeit und eine Versicherung. Alles war sehr gut. Ich hatte drei Töchter, von denen wir zwei bei dem Erdbeben verloren haben. Unsere jüngste Tochter hat überlebt. Aber alles ist sehr schwierig. Auch Melia Havin Yalıyurt fällt das Vergessen schwer. Sie alle litten unter mentalen Problemen, sagt die junge Frau. Dabei gibt es für sie sogar einen Hoffnungsschimmer. Wir werden vielleicht in eine Mietwohnung umziehen, aber ehrlich gesagt habe ich große Angst, denn es gibt immer noch Beben. Wenn uns ein Erdbeben trifft, während wir in diesem Container wohnen, wird niemand zu Schaden kommen. Ich bin immer auf der Suche nach einem Ort, an den ich fliehen kann, wenn die Beben kommen. Nach der Katastrophe hatte die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan versprochen, innerhalb von 2 Jahren 680.000 Häuser in 11 Provinzen wieder aufzubauen, darunter etwa 250.000 in Hatay. Derzeit leben etwa noch rund 215.000 Menschen in Containersiedlungen. Und nicht alle werden sich die neuen Wohnungen leisten können. Die Mieten in der Region hätten sich vervierfacht, berichten Bewohner.